Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch ein neues Programm von FreeStudio DVD VideoSoft. Und zwar habt ihr beispielsweise ein LG Smartphone und möchtet dort ein Video drauf kopieren. Dann kann es sein, dass dieses Video nicht abgespielt wird, weil nicht jedes LG Phone auch jedes Format abspielen kann. Aus diesem Grund gibt es in der Kategorie Mobile Telefone den Free Video to LG Phones Konverter. Hier werden die Videos in das richtige Format für die LG-Telefone konvertiert. Ihr könnt es hier unten sehen, ihr könnt die Qualität auswählen und ihr könnt auswählen, für welches Smartphone oder für welches LG-Gerät unterbrochen, nein, wir wollen keine Updates, konvertiert werden soll. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, wir wollen es auf einen LG OXO haben oder auf ein Mini. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, sogar das LG Optimus 3D ist mit dabei. Das wählen wir auch aus. Gut, jetzt wird praktisch das Video für dieses Handy optimiert und abgespeichert. Natürlich kann es dann wahrscheinlich auch auf einem iPhone abgespielt werden, aber für dieses LG ist eben optimiert und Sie müssen sich keinen Sorgen machen, welches das richtige Format ist. Dann einfach nur die Datei hinzufügen, die Sie haben möchten. Wir wählen jetzt mal eine von uns aus. Wir können die auch wieder löschen, wenn die zu viel ausgewählt wurde. Wir können den Ausgabenamen ändern, das heißt, wir können zum Beispiel das Datum mit einbeziehen, wir sehen es hier unten, und somit den Dateinamen ändern. Wir können jetzt natürlich auch gleich mehrere Videos auf einmal konvertieren, allerdings müssen wir dann beachten, dass immer nur eins nacheinander konvertiert wird. Das heißt, wenn hier fünf Stück drin sind, wird erst das erste, dann das zweite, dann das dritte und so weiter konvertiert. Möchten wir, dass Nummer 5 als erstes konvertiert wird, dann einfach mit den Pfeiltasten ganz nach oben setzen. Gut, wir können hier noch den Ausgabeordner festlegen, das heißt, wo das Video abgespeichert wird. Wir lassen jetzt einfach den Standardordner. Wir können es natürlich auch selber angeben. Gut, in den Optionen können wir praktisch die Sprache einstellen. Wir können das Theme ändern. Wir sagen jetzt, wir wollen schön in einer tropischen Landschaft sein. Wir können aber auch sagen, fahr den Rechner nach dem Abschluss des Prozesses runter. Gut, das war's auch schon. Wir können die Konvertierung starten. Wir sehen es in Bearbeitung, hier ein grüner Balken, der dann durchläuft. Und das war's auch schon. Also dann viel Spaß beim Ausprobieren.